wieder da bei Mass Effect 2 und hatten hier fast halb ungewollt die Mission für Miranda bzw. ihre Schwester bekommen und haben da natürlich jetzt erstmal ein wenig was zu reden. Nikkei war irgendwie die Vertrauensperson, die angegeben wurde. Sie haben Nikkei bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Nikkei. Und was mit mir? Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Und wie genau? Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lantea, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Nikett soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Was ist da mit deinem Freund? Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Nikett nicht Verstärkung mitgeben? Nikett kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Ja, ob das mal alles so stimmt. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Ja, und ich bin natürlich der Beste jetzt. Wird wahrscheinlich nochmal gefragt, wen wir mitnehmen wollen. Weil jetzt ihre Mission richtig anfängt. Wir bleiben allerdings auf den beiden, weil ich die ja mal im Einsatz sehen will. Schauen, wie die so harmonieren. Genau. So, dann nehmen wir einfach noch den Attain hinzu. Und hier hat sich nichts getan. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Autschi. Ich hab's im Griff. Da Sie noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Captain Enyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Nikett Bescheid. Der wird Ihnen nicht helfen. Wieso nicht? Was soll das heißen, Nikett wird uns nicht helfen? Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Alle, außer meiner Schwester. Und mir. Moment mal. Ist denn Nikett jetzt gekauft worden und ist gar nicht auf unserer Seite? Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Ja, wir haben auch ein paar Leute mit tollen Kräften. Warten Sie, Miranda. Sie sagten doch, sie sei ihre Zwillingsschwester. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein. Die verrückte Schlampe hat die kleine Tochter von unserem Boss entführt. Er sucht seit über 10 Jahren nach ihr. Es ist kompliziert, Shepard. Wir haben dieselbe DNS, aber nicht denselben Geburtstag.
Sie haben dem reichsten Mann der Galaxie ein Baby gestohlen, Lady. Welchen Schaden Sie haben, weiß ich nicht. Aber Sie werden nicht damit durchkommen. Sie kriegen Mirandas Schwester nicht. Aber wenn Sie es drauf anlegen, geht das hier böse für Sie aus. Captain N'Yala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen, denn sonst wird's echt hässlich. Einverstanden. Sie geben nicht auf. Sagen Sie Captain N'Yala, wir brauchen Verstärkung. Oh, da bin ich schon automatisch in haben ihre Schilde Deckung gegangen. Da nehmen wir jetzt einfach mal die Brandmoni. Verloren! Auf die Drohne aufpassen! Verbündete am Boden! Gleich brennen! Oh, da bin ich im falschen Moment hochgekommen. Einer gefallen. Ja, da sind schon ein paar gefallen, glaube ich. Da rechts kommt noch einer. Das jetzt war, glaub, machen daneben, wir euch fertig! Oder? Da hinüber. So, da habe ich mal den Betäubungsschuss auch genommen. Das hat wehgetan! Wem denn? Tier oder dem Gegner? Klar, den kann ich von hier nicht wirklich sehen. Wir schießen da auf irgendwas, was von meiner Position aus. Ich halte sie fest! Kann man hier eigentlich. Wir können sogar speichern. Das heißt, dass die wahrscheinlich erstmals geschlagen sind. Die Gegner kamen nicht bis hier, von daher wird es hier logischerweise keine Muni geben. Aber ich schaue natürlich mal nach irgendwelchen Ressourcen. Sieht allerdings nicht so aus. Hier ist noch nichts Neues getriggert anscheinend. Hier in der Ecke auch nicht. Leuchtet nur hübsch. Kommen Sie, wir müssen zu Nikette. Ja, gleich. Lebt er noch? Nee, ich glaube nicht. Lief da oben nicht noch was rum? Auch nicht. Das waren ja nur zwei. Das war ja recht einfach. Da ist dann auch wieder ein Fahrstuhl. Schau nochmal, liegt nirgends was rum. Die sind schon wieder so knausrig. Team 4, hören Sie mich? Team 4! Moment, ich habe eines Ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass wir ein Kind retten? Sie ist kein Kind mehr. Sie wird dieses Jahr 19. Aber ich habe es wohl nicht für wichtig gehalten. Manche würden sie gegen mich verwenden. Ich bin extrem vorsichtig, wenn es um Orianna geht. Tut mir leid, dass ich ihnen nicht früher vertraut habe. Sie hätten es verdient gehabt. So ein Unterschied macht das jetzt auch nicht. Also 19 kann man jetzt auch schon sagen, ist ja fast erwachsen. Ich verstehe ja, dass sie ihren eigenen Weg gehen wollten. Aber sie haben ein kleines Kind seinem Vater gestohlen. Würden sie meinen Vater kennen, wäre ihnen alles klar. Ich war nicht der erste Versuch, nur die erste, die er behalten hat. Ich wurde ohne Freunde großgezogen, musste absurde Anforderungen erfüllen. Ich weiß gar nicht, was ich war. Orianna hat bisher ein normales Leben geführt. Meine Entscheidung war richtig.
Okay, ich verstehe es jetzt. Also jetzt ist sie 19, aber als sie dann quasi in Sicherheit gebracht wurde, da war sie noch ein Kind. Ich verstehe es. Wenn Eclipse weiß, wo Oriana ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Nikette rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Oriana zu kommen. Haben wir da einen Plan für? Können Sie mir etwas über die Frachtverladeanlage sagen? Wir müssen durch ein System von Transportbändern. Das heißt jede Menge Bewegung und dadurch erschwerte Zielerfassung. Wir müssen voll konzentriert sein. Außerdem haben die Frachttransporter Gefahren gut geladen. Also passen Sie auf, wohin Sie schießen. Ach, das benutzen wir ja nie. Hoffentlich ist Ihr Freund vertrauenswürdig. Absolut. Nikette ist einer meiner ältesten Freunde. Man könnte sogar sagen, er war mein einziger echter Freund. Er ist der einzige, zu dem ich nicht den Kontakt abgebrochen habe, nachdem ich meinen Vater verlassen hatte. Ja, wir hatten schon so einige Missionen, wo sich aus einmal auf Freunden Feinde wurden, ne? Könnte es sein, dass Ihr Vater Nikette benutzt, um an Sie ranzukommen? Er hat es mit Sicherheit versucht. Aber Nikette ist einer der wenigen, die wissen, wie mein Vater wirklich ist. Ich habe ihm mein Leben anvertraut, als ich vor meinem Vater geflohen bin, Shepard. Er wird mich jetzt nicht hintergehen. Na, hoffentlich. Suchen wir Nikette und Oriana. Also los. Bin ich mal gespannt. Also auf Transportbändern müssen wir gleich kämpfen. Habe ich das richtig verstanden? Das kann dann kribbelig werden, wollte ich sagen. So, gehen wir erstmal hier. Auf der anderen Seite des Transportbandes. Timen Sie Ihre Schüsse. Dann erstmal nicht. Machen wir es gleich noch. Sehe nix. Ich glaube, ich stehe hier etwas ungünstig. Ich sehe einfach, also ich habe kurz was gesehen, dass da welche sind, aber die kommen hier nicht aus der Deckung raus. Wir wurden entdeckt! Oh, das war der Container. Zum Ozean. Machen wir mal einen Feuerschuss. So, laden wir doch mal. Ausgezeichneter Schuss. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Das heißt also, ich achte natürlich immer drauf, ich könnte mir halt vorstellen, da gerade halt nähert sich Pipapo, dass da nicht irgendwie ein Timer beginnt. Aber solange das nicht der Fall ist, ne, geht das ja. Da oben wäre es schon einmal gewesen. Nehmen wir das einmal hier. Dann nehmen wir das hier. Und das hier, glaube ich. Credits haben wir bekommen. Wir können auch einmal speichern. Ja, hier standen wir eben genau an dem Container, als der hochging, aber zum Glück haben wir ja tolle Schilde. So, das hier haben wir. Hier geht es auch sonst nirgends durch. Ob wir hier, ob in der Ecke noch was rumlag. Aber nein, hier ist sonst nichts. Oh, da vorne gibt es schicke Sachen. Das sieht interessant aus. Mhm. Mehr Schaden ist immer interessant. Da. Wow. Da war ja gar nichts zum Verstecken. Geh zum System. Unterfall.
Wahrscheinlich wäre da irgendwas mit Feuer. Gegen Max besser. Aber für ein paar wollte ich jetzt nicht direkt einmal umswitchen, die Munition. Gehe in Deckung! Schön! Aua! Einer gefallen. Na toll, Shepard. Nach schweren Waffen Ausschau halten. Einer gefallen. Au. So ist es richtig. Bastard. Oh, hier auf der haben wir nur noch einen einzigen Schuss. Deswegen werde ich dann einfach schon mal wechseln. Wir hätten wahrscheinlich schon eine Zeit lang hier snipern können, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da wird irgendwo noch geschossen. Einer weniger! War das der da hinten? Ich glaube schon. Vorstellen, dass es da links weitergeht, deswegen gehen wir erstmal hier lang. Das nehme ich mit. So, aber sehr genau drüber laufen. Hauptsächlich für die Pistole, die wir leer geschossen hatten. Und schau mal hier. Erstmal schau mal hier. Jetzt sind wir voll. Und hier können wir hacken. So, schnell rüber. Sieht gut aus. Und das sieht gut aus. Feinde! Kommst du noch hier rum? Aua. Anscheinend nicht. Habt ihr schon wieder alles gemacht hier? Was soll ich denn dann machen? Ich lasse nicht zu, dass sie Orianna kriegt. Ja, ja. Werden wir schon was gegen machen. Nehme Deckung! Jetzt ach, shit. Hier haben wir gar keine Dings drauf, ne? Die können wir gerade auch noch nicht. So, jetzt müsste es gehen. Komm, nehmen wir jetzt mal die Kryo. Oh. Sollte vielleicht kurz in Deckung bleiben. Beeindruckend. Ja, so beeindruckend war das leider nicht. War eher so mittelträchtig. Ja, mal schauen. Jetzt können wir hier schon wieder rüber wechseln. Ja, wahrscheinlich hätte ich noch ein Ding aufsammeln können, wenn ich nachladen hätte. Warte mal, da können wir sogar mal snipern. In den Kopf. Da kann man natürlich auch was draufpacken. So, einmal.
war doch noch einer. Nicht? Doch, jetzt. Nee. Na toll. Ja, ich schieße immer genau daneben. So, wie sieht's denn hier aus? Wieder ein bisschen Ruhe. Gleich brennt! Auf die Drohne aufpassen! Ich brauche so muss es sein! Unterstützung bei der Zielsuche! Ja, mach das mal bitte. Nee. Irgendwas läuft da noch rum. Ich schicke eine. Röchel, röchel, röchel. Ich würde jetzt einfach mal tippen, dass wir wieder etwas näher dran sind. Wow. Los geht's. Der ist schon wieder hinüber. Sonst nichts zu sehen, glaube ich. Ich will mal kurz schauen, wo wir hier gerade eh so nett rumstehen. Hat sich da vielleicht irgendwas ergeben? Nein. Das heißt aber auch mal, dass wir alle alles gelesen machen, damit das nicht mehr blinkt und uns nicht verwirrt. Wir können durch das Frachtband. Können wir, ja. Was ist denn... Wäre das da unten lang? Oder wäre das hier lang? Scheint jetzt aber erstmal nichts zu sein, ne? Hier erstmal alles einpacken. Da geht's eventuell auch noch weiter. Explosiver Container brauchen wir nicht. Drüben liegt ein bisschen Money. Und ein Söldner ist auch noch hier drin. Da müssen wir direkt wieder hacken. Also einmal hier, einmal hier und hier. Sehr schön. Würde ich aber sagen, hier uns weiter durchkämpfen, machen wir dann einfach in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit euch.